So, dann herzlich willkommen zur Nachmittagssendung. Es ist 17:20 Uhr, diesmal ist es keine Spät- und keine Nachtausgabe. Gleich noch auch ein Hinweis, weil immer wieder Probleme auftreten mit meiner Internetverbindung bzw. halt Bandbreite, da kann ich nichts ändern. Liegt nicht unbedingt an Kabel Deutschland, hier gibt es halt keine größere Bandbreite. Ich werde jetzt auch vormittags einfach das Video aufnehmen, ist ja dann sehr zeitnah, stelle ich es dann online. Und im Prinzip wird es dann eben vor 9:30 Uhr dann passieren, eventuell auch eben vor oder kurz nach Börseneröffnung. So ist erstmal der Plan. Weil was bringt es, wenn das Bild oder der Ton einfach nicht klar ist? Dann ist eine Aufzeichnung einfach sinnvoller. Zum DAX, nachdem er hier ein Hoch gemacht hat heute bei 10.165 und ein Tief hier unten. Konnte der, aber ich schau mal, ich habe doch hier das andere Chartbild vorher gehabt. Hier hat er nicht die Korrekturmarken erreicht. Was man jetzt hier sagen kann, sehr, sehr spekulativ, wäre auf dem aktuellen Niveau 10.100 eben ein Short möglich. Doch die Nasdaq oder allen voran die Nasdaq ist natürlich heute sehr bullisch und kann diesmal den S&P 500 und den Dow outperformen. Zum Gold gibt es nichts Großartiges zu sagen. Hat hier nicht die 1320er Marke nach unten verlassen. Beim Silber, das habe ich hier auf dem. Hier auf dem Schirm ist ein Kauflimit aktiviert worden. Steht jetzt hier 20 Cent bislang im Plus. Kurze Erklärung: Die untere gilt immer noch als ideale Kaufmarke. Allerdings, wie sich das jetzt hier einfach sich darstellt, kann das der Silberpreis auch viel früher nach oben gehen. Und da ich lieber in der Korrektur einkaufe als ein Stop-Buy-Limit setze. Und dann eben Gefahr läuft, dass es dann noch mal ein Tief gibt, kann man sich hier in der Korrektur weiter einkaufen und die Limits liegen eben 50 Cent auseinander. Wenn jeweils das gleichgewichtet ist, hat man hier unten eben dann einen Durchschnittskurs von 19,30. Nimmt man hier eine Position, hier eine Position, hier die doppelte Position, dann dürfte man so auf rund ja, 19,15 oder sowas kommen, 19,10. Ist also meine favorisierte Variante. Dann zum Euro-Pfund. Kann hier nicht weiter wegkommen. Dürfte aber jeder, der jetzt hier in der Kaufzone, wie ja angegeben, gekauft hat, liegt im Plus. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass die Leute im Plus liegen und nicht groß ins Minus rutschen. Das ist kein Euro. Dollar ist noch kein richtiges Setup. Wie gesagt, alles, was hier über dieser Marke ist, ist nicht richtig bullisch, aber es kann sich nach oben ausdehnen. Und in der Tat liegt das Paar im Plus. Hier ist dann alles gesagt. Hier bei Brent gab es ja ein neues Kauflimit hier heute Morgen. Nicht erreicht, ist abgeprallt. Ja, sieht jetzt hier. Ja, muss man schauen. Hier habe ich jetzt gar keine neue Einschätzung. Wenn es über dieser Tageslinie bleibt, bin ich noch verhalten bullisch und sonst natürlich leicht bärisch. Hier wurde ja der Einstieg nicht gefunden, das Kursziel erreicht. Und des Weiteren beim Hang Seng und beim Nikkei wurden neue Szenarien ja vorgestellt, kann hier jeder nachlesen auf der Homepage. Und sonst gibt es noch hier die Allianz, kann heute nicht, sage ich mal, den DAX outperformen. Die sollte man auf jeden Fall im Blickfeld haben. Bricht die hier über das Limit aus, dürfte auch der DAX vor einer größeren Aufwärtsbewegung stehen.
Die Randgold ist hier abgeprallt, allerdings dürfte hier eben noch ein Hoch fehlen, um dann hier die größere Abwärtsbewegung hinzulegen. Andererseits verhalten sich viele Goldminenwerte sehr bullisch, also kaum Korrektur. Da kann sich das auch dann beliebig hochsetzen, deswegen das hier shorten ist, wäre zu spekulativ. Die Einstiege, eher Long-Einstiege finden und suchen, wäre hier eher angebracht. Aber wer es natürlich spekulativ mag, kann sich beim neuen Hoch die Randgold-Aktie definitiv auf die Watchliste nehmen. Das war's. Wie gesagt, eher konservativ diese Woche, denn wer weiß, was noch alles passiert. Der DAX ist gerade in den 10 Minuten 10 Punkte gefallen. Wenn sich das so fortsetzt, dann war der Einstieg ideal. Und ja, sonst darf man auch gerne an der Seitenlinie bleiben. Dann bis morgen.